So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind direkt wieder zurück. Da waren wir. Zur zweiten Map. Und die Map hat mich echt überwältigt. Also. Hallo. Ja, da. Tada. Echtes Wasser. Und auch hier wieder doppelter Boden. Weil ich persönlich habe halt das Problem bei dieser Vanilla-Map. Viele Sachen, die in die Map eingearbeitet wurden, machten halt einfach keinen Sinn. Ich meine, es mag halt damals nicht anders gegangen sein, aber gerade für diese ganzen Stufen hier, da fragt man sich dann halt im Nachhinein, weil man versucht sich ja immer diese Räumlichkeiten hier als echte Gebäude vorzustellen. Ja? Und dann fragt man sich, welcher Mensch baut hier extra schon eine Stufe hin? Also jetzt hier ein blödes Beispiel, weil hier macht es tatsächlich fast Sinn, weil der Raum da hinten ist erhöht. Aber es gibt halt bestimmte Orte, da machen Sachen halt keinen Sinn, die aber hier einfach gemacht wurden oder die damals gemacht wurden, damit das Ganze ein bisschen komplexer wird. Und diese Map versucht wirklich allem, was hier in dem Raum irgendwie ist, einen Sinn zu geben. Und das finde ich halt so ultra geil. Ich liebe dynamische Lichter. Also, ja, das geht natürlich nicht mehr. Da ist jetzt Glas. Autsch. Wir wurden getroffen. Hier zum Beispiel. Diese Einbuchtung. Da hat man sich früher gefragt, was für einen Sinn soll bei einem Gang solch eine Einbuchtung haben. Und jetzt, aha, hier führen Rohre lang. Ich meine, es klingt jetzt ultra albern, aber man hat halt zumindest jetzt mehr das Gefühl, dass bestimmte architekturische Entscheidungen Sinn machen. Von daher sind es vielen Sachen tatsächlich auch zu Sachen verholfen worden, wo man sagen kann, das wirkt authentisch. Und gerade bei der dritten Map, da werde ich darauf nochmal zu sprechen kommen. Wow. Meine Pistole ist fast leer. Und wir haben noch kein Backpack. Ah, Alter. Es sieht alles so anders aus, aber doch so gleich. Ich mag diese Map. So. Jetzt haben wir die rote Karte. Ach ne, haben wir noch gar nicht. Was macht denn hier? Ja, der Raum hier. Passt mal auf, ich werde da jetzt nicht reingehen. Ihr werdet schon sehen, warum. Was? Das war nice. Ich habe den Schlüssel hier vergessen. Habe ich den getroffen? Nee, ne? Doch. Na, erkennt ihr den Raum? Ja, es gibt hier auch Türen, die tatsächlich einfach nur Optik sind. Die haben keine Funktion.
machen aber auch wiederum Sachen authentischer. Zum Beispiel den Raum hier. Da fragt man sich, klar, ich meine, es architekturtechnisch, klar, da ist jetzt eine Falle, ne? Weiß jeder. Wenn wir die rote Karte bekommen, kommen die Gegner raus. Aber auch hier fragt man sich wieder, okay, was soll der Raum jetzt in der Wirklichkeit für einen Sinn haben? Und jetzt, aha, hat der Raum Sinn, weil das nämlich der Flur für einen weiteren Raum ist. Und so fügt sich halt alles zusammen. Auch das hier hat jetzt wieder einen Sinn. Und hier kommt nämlich jetzt das, was ich meinte. Jetzt sind wir nämlich genau in dem Raum hier. Oh, hier bröselt schon die Wand ein. Das ist aber nicht nett. Oh, die Leiter kenne ich noch gar nicht. Okay. Ah, ist ja. Wow, ist eine Abkürzung. LOL. Nicey dicey. War die von auch schon offen? Nee, ne? Vorhin, als wir hier gerade eben drin waren, war sie noch nicht offen. Wer weiß. Abwasserrohr. Hier fließt die ganze Scheiße der Nation runter. Guckt euch das an einfach. Guckt euch das einfach an. Ihr könnt euch ja noch mal immer, bevor ihr hier so eine Folge anguckt, die entsprechende Folge von dem Vanilla Doom angucken, was wir mit Brutal Doom gespielt haben. Es ist einfach krank, was man alles aus so einer einfachen Vanilla-Map machen kann. Diese ganze Gestaltung hier ist einfach so geil. Ich wollte gerade fragen, wann der Kanister hochgeht. Der braucht hier echt lange. Dankeschön. Ah? Genau das war der Raum, den wir vorhin gesehen haben durch das Fenster. Da bricht auch wieder Wasser durch die Wand. Blaue Karte ist natürlich im Wasser. Da hat wohl einer zu viel Pokémon geguckt. Ach, ist das geil. Ist das geil. Ich liebe dieses Map-Pack. Vor allem, ich frage mich immer wieder... Oh, hier spielen Gedärme. Die Gedärme spielen Ping-Pong. Oh, Bike. Wurde wohl von der Säure hier zersetzt. Vor allem, ich frage mich immer wieder... Ich spiele jetzt seit mindestens vielen, vielen Monaten Doom, ja? Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon fast ein Jahr her ist, dass ich angefangen habe, Doom zu spielen, aber... Naja, nee, noch nicht ganz. Aber schon mehrere Monate, schon viele Monate auf jeden Fall. Und ich suche immer wieder nach neuen Map-Packs. Gerade ob sie noch diesen Advanced-Packs, die halt so diese ganzen neuen Features nutzen. Ja? Und wisst ihr, wie ich diese Map gefunden habe? Gar nicht. Ich kam hier auf diese Map ausschließlich durch Zufall über irgendeinen unbedeutenden Eintrag in irgendeinem ach so vergrabenen Z-Doom-Forum. Und das verstehe ich immer nicht. Ja, die Map ist schon wieder vorbei. Habt ihr recht. Deswegen quatsche ich auch schon wieder so viel. Und das verstehe ich immer nicht. Ich meine, es gibt so gute Projekte. Und nirgendwo wird darüber was erzählt. Sowas hier muss man durch Zufall finden. Und das finde ich schade, dass einfach so gute Projekte nicht gewürdigt werden.
Ich meine, der Entwickler, der hat hier definitiv, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Einzelperson war oder eine Gruppe, ich schätze mal von dem Aufwand hier eher eine Gruppe. Und ich finde es einfach unglaublich schade, dass sowas immer nicht gewürdigt wird, ja. Ich meine, viele sprechen immer über diese Projekte, ja, Extermination Day, Brutal Doom Starter Pack und wie die alle heißen. Und klar, Extermination Day ist gut, keine Frage, ich will auch gerne Extermination Day. Aber sowas hier, das ist doch auch geil. Aber das erwähnt keiner. Mal schauen. Ich spiel's ja jetzt. Vielleicht erreiche ich damit auch ein paar Leute. Wie das Ding heißt, habt ihr in meinem Terminal gesehen. Vielleicht wird die Map jetzt mehr geschätzt. Und auch hier, das ist nicht das Ende, sondern es geht wieder zu einem Raper, der mich nach oben schickt. Ans Tageslicht. Und hier erst endet das Spiel und fängt genau an der Position dann im nächsten Level wieder an. Oh, ich hab mal gar nicht, ich hätte den Level gar nicht gespeichert. Ein Glück bin ich so gut, dass ich sowieso nicht sterbe. ja. Wie ihr seht, genau hier fangen wir wieder an. Diese Map ist so geil. Egal, zu der Map kommen wir gleich.